Ihr Revier sind über 7000 Quadratkilometer Ostsee. An einer der befahrensten Schiffsrouten der Welt sichern Sie eine deutsche EU-Außengrenze. Wir haben da ein Problem. Nächstes Mal bekommen Sie eine Anzeige. Sie bekämpfen Umweltvergehen. Das ist jetzt Vergehen, also eine Straftat, und ist dann dementsprechend noch mit Strafe angedroht. Sie kontrollieren und helfen. Und gehen dabei bis an die eigenen Grenzen. Waren Sie bewusstlos? Ich war eine kurze Zeit weg. Eine kurze Zeit. Polizisten auf Patrouille in der 12-Meilen-Zone. Die Küstenwache. Auf Streifenfahrt mit der Bundespolizei See. Jetzt in der ZDF-Reportage. Dienstbeginn in Warnemünde. Sobald die Vorräte an Bord der Eschwege sind und das kleine Kontrollboot fest in der Verankerung sitzt, geht es los. Streife in der Ostsee. Mit 14 Mann. Für 6 Tage. Achterdeck und Back für die Brücke. Hauptkommissar Thomas Gamalski führt das Kommando. Achter, das ist alles los, nein. Achter, alles los, nein, ja, verstanden. Beim Auslaufen per Funk. Achter ist klar, das Heck ist frei, 10 Meter. Seit 20 Jahren ist die Ostsee sein Revier. Man weiß nicht, was draußen passiert. Da muss man sich drauf einstellen, da muss man mit rechnen, da muss man kurzfristig reagieren. Für mich ist immer wieder, ich kann schon sagen, eine neue Herausforderung ist doch schon. Als Polizist, der ich nun mal mit dem Dienstfahrzeug ja sehr fahre. Ne? Das Kontrollgebiet der Eschwege ist die 12-Meilen-Zone von Rostock bis nach Polen. Die Ostsee gilt als EU-Außengrenze. Schiffe, die das Küstenmeer durchfahren, dürfen jederzeit kontrolliert werden. Der Trupp um Oberkommissar Marco Thorwirt ist auf dem Weg zu einem Frachter. Wir machen jetzt eine grenzpolizeiliche Kontrolle hinsichtlich der Dokumente, die er hat, ob die Leute zu den Dokumenten passen, also die sogenannten ID-Checks. Ja, und befragen ihn nach Unregelmäßigkeiten etc. Also eine normale grenzpolizeiliche Kontrolle, die keine Einreisekontrolle ist, da die immer nur in den Häfen stattfindet. Die Northern Dancer wartet vor Rostock auf neue Order. Die Bundespolizisten klettern über die Lotsenleiter an Bord des 200-Meter-Frachters. Sie haben sich über Funk beim russischen Kapitän angemeldet. German Border Police, servus, mein Name. Nice to meet you. So, Captain, first of all, zuerst möchte ich die Dokumente überprüfen. Und falls möglich hätte ich gerne die Crewliste. Marco Thorwirt beginnt mit der Kontrolle der Dokumente. Oliver Baumann und Andreas Glogowski sehen sich derweil auf den Ladeflächen um. Nach über 20 Dienstjahren kennt Oliver Baumann auch die kleinen Schwachstellen der großen Pötte. Wenn jetzt irgendwo Öl- oder Wasserausleitung tropfen würde, was nicht normal wäre, das wären so sicherheitsrelevante Sachen. Oder halt auf sowas wie Rettungsringe oder Rettungsflößen achte ich sicherlich auch. Und hier ankermäßig auch insgesamt der Farbzustand gibt ja sehr viel Aufschluss auf den Zustand. Und das ist hier nicht das Allerbeste, aber schon ein guter Zustand, muss ich einfach sagen. Vom russischen Notfallsammelplatz sind die deutschen Kontrolleure beeindruckt. Ja, also vorbildlicher geht's halt nicht, ne? Ein Standplatz für jedes Crewmitglied. Wenn einer fehlt, besser geht's nicht. Auch bei Pässen und Papieren ist nichts Auffälliges zu finden. Kapitän Sergej Stupnikow hat Schiff und Mannschaft gut im Griff. Wir würden gern die Gesichter mit den Passbildern abgleichen. Die Crewmitglieder sollen anrücken. Attention, attention, all crew to come to my office for the face control. Repeat, all crew to come to my office for the bodyguard face control. Face control, Gesichtskontrolle. Der Kapitän kennt das Prozedere. Anstehen zum Passbildabgleich. Wie heißen Sie? Kapitän, welche Nummer? Number 12, Rubino Reggi. Yeah. Okay. Wann sind Sie geboren? September 1982. Wenn jetzt noch das Gesicht zum Passbild passt, ist alles in Ordnung. Deutsche Gründlichkeit, die Sergej Stupnikow sehr schätzt. Okay, thank you.
Hier in Deutschland machen die Leute einfach ihren Job. Fällt ihnen etwas auf, dann zeigen sie, was schiefläuft. Alles, um das Schiff noch sicherer zu machen. Korrekte und professionelle Leute, die einen guten Job machen. Captain, now we have finished our work here. Endlich fertig. Kapitän und Mannschaft haben die Prozedur ohne Murren über sich ergehen lassen. Auf See machen deutsche Polizeiuniformen offenbar noch Eindruck. Sie wissen ganz genau, dass wenn Sie uns schlechter gegenübertreten oder amtlich auf eine Art unkorrekt, dass es insofern ja auch Konsequenzen für Sie nach sich ziehen kann. Sprich eben der tiefere Dokumentencheck, der hier nicht notwendig war, weil es wirklich eine sehr saubere Dokumentation war, die man selten so findet. Und wieder geht es über die Lotsenleiter. Der Auf- und Abstieg mit schusssicheren Westen und voller Bewaffnung ist gar nicht so einfach. Doch das Anlegen der schweren Montur macht Sinn und vor allem Eindruck an Bord. Oliver Baumann jedenfalls mag nicht darauf verzichten. Man weiß halt nicht, was passiert an Bord. Es ist zwar nicht das Klientel wie auf dem Flughafen oder wie auf dem Bahnhof. Trotzdem soll auch der Bürger sehen, wer da als Polizist entgegentritt. Und dementsprechend sind wir auch ausgerüstet. Lagebesprechung für einen weiteren Kontrolltrupp, die Hubschraubertruppe der Bundespolizei. An der KZ-Rinne befindet sich im Moment ein großer Tanker, 275 Meter. Ja. Vom Hubschrauber aus wollen die Beamten einen Blick auf den Schiffsverkehr in der Ostsee werfen. Große Tanker, 250 Meter und 275 Meter entgegen. Also da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Ein Spezialgebiet von Pilot Bernd Wigger ist das Aufspüren von Altöl auf der Wasseroberfläche. Die Ostsee gilt als eines der schmutzigsten Meere der Erde. Deswegen wurde sie zu einer Sonderschutzzone erklärt. Oh, danke. Trotzdem entsorgen immer wieder Kapitäne ihren giftigen Müll in der Kadettrinne. Das Seegebiet zwischen Deutschland und Dänemark ist eine der befahrensten Schiffsrouten der Welt. Wir können also eine Verschmutzung, gerade Öl, recht gut aus der Luft erkennen. Die Oberfläche des Wassers ist auf alle Fälle verändert zu dem oder Umgebung des anderen Wassers. Und wenn wir dann näher herankommen, können wir auch entsprechend Spektralfarben auf dem Wasser erkennen. Hinten links sitzt der Ermittlungsbeamte. Er hat die aktuellen Daten über den Schiffsverkehr. Der Bordtechniker rechts daneben steuert die Dreifachkamera und nimmt die Schiffe mit Wärmebild, Lichtbildverstärker und 32-fachem Zoom unter die Lupe. Da sind zwei, ne? Da hinten ist noch einer, noch ganz großer irgendwo. Dahinter, ne? Also von hier aus gesehen dahinter, ja. Ja, kreuzt man sich daran. Heute allerdings ist weder mit Hightech noch mit dem Adlerauge etwas Auffälliges zu erkennen. Oh, alles sauber. Die Kapitäne hier im Bereich unserer Streifen wissen, wo wir die entsprechenden Überwachungsflüge durchführen. Und es ist in dem Bereich auf alle Fälle erheblich weniger geworden. Wir hatten in früheren Jahren fast täglich eine Verschmutzung. Heute haben wir so im Schnitt noch 70 Verschmutzungen im Jahr. Abfahrt zur Hafenkontrolle. Fitte auf der Insel Hiddensee ist das Ziel der zweiten Wachschicht der Eschwege. Ein verträumter Segelhafen. Um Mehrfachkontrollen auf See zu minimieren, fahren inzwischen auch Zöllner mit auf den Schiffen der Bundespolizei. Mario Schmidt konfrontiert die Segler mit einigen Besonderheiten des deutschen Steuerrechts. Good morning. German Customs. Die Reisefreizügigkeit des Schengener Abkommens ist das eine, Zollbestimmungen das andere. It's outside border, outside Schengen. Of Schengen, okay. Mm. Okay, and that's not. Das hat mit Schengen nichts zu tun. Hier geht es um den Zoll. Die Finanzverwaltung hat eine Liste mit sogenannten Zolllandeplätzen erstellt. Segler, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, sind verpflichtet, zuerst einen dieser Häfen anzusteuern, um dort für Zollkontrollen greifbar zu sein. Der Hafen hier steht nicht auf der Liste. Is it information for you? Okay. For the next time? Yes, I will remember. In this case, I give you. Diesmal verwarne ich Sie. Beim nächsten Mal müssen Sie zahlen. Okay. Dieses Mal kommt der Pole Witold Malitzki mit einer mündlichen Verwarnung davon. Darauf wäre ich nie gekommen. Klar, wir haben die Seegrenze überfahren, aber dass wir deswegen zum Zoll müssen? Das ist neu für mich. In Dänemark oder Schweden hat man uns nie danach gefragt. Da hatten wir nie derartige Probleme. Grenzenlose Feinheiten des deutschen Steuerrechts.
viele machen sich dann eben nicht die Mühe, extra nach steuerlichen Bestimmungen zu suchen. Sie gucken Schengen-Raum, welche Bestimmungen sagt die Bundespolizei, und dass sie dann vielleicht auf der Hauptzollamt oder Finanzverwaltungs-Internetseite gucken müssen. Da denken viele nicht dran. Rendezvous nennen die Bundespolizisten das Zusammentreffen von Hubschrauber und Schiff im Streifengebiet Ostsee. Okay, Matthias, Sicherheit, Tür kann auf. Okay, Sicherheit, Tür geht auf. Tür ist auf. Ja, und verriegelt. Ja, danke. Der Ermittlungsbeamte Bernd Peters nutzt das Treffen für eine Rettungsübung, das Winchmanöver. Dabei lässt er sich durch den Bordtechniker vom Hubschrauber auf das Schiff abseilen. So, du kannst dann 10 vor, rechts 2. Ja. Ich will das Bernd schon mal leicht runter. Ja. Okay, ich drücke jetzt. Rechts 1, 6 vor. 4 vor. Der Pilot kann seinen Kollegen am Haken nicht sehen. 3 vor. Auf Zuruf des Bordmechanikers in der Tür steuert Bernd Wigger den Hubschrauber. Noch weiß er nicht, dass er schon bald zu einem echten Notfall gerufen wird. Noch ist alles Übung. Es kam zu entsprechenden Arbeitsunfällen kommen. Es kann auf Schiffen hier draußen zu irgendwelchen Unfällen kommen mit Personen, wo schnell jemand gerettet werden muss. Und da muss es also stimmen, dass jeder in der Besatzung auf seinem Platz dort weiß, was er zu tun hat. Und da muss man dann nicht mehr lange drüber nachdenken, sondern das müssen dann Handgriffe sein, die müssen dann sitzen. Und deswegen üben wir das ständig. Im Notfall müsste Bernd Peters eine zweite Person mit nach oben nehmen. Dann zählt jede Sekunde. Okay, Bernd ist oben. Und in der Kabine. Haken ist eingefahren, Tür geht zu. Okay. Tür ist zu, Sicherheit. Okay. Natürlich ist das spannend, sowas. Man muss natürlich auch ein bisschen Sorgfalt an den Tag legen. Man hat auch, wenn man jetzt bei der Person mit an Bord mit hoch und runter nimmt, ein bisschen Verantwortung für diese Person. Und deswegen muss es an sich auch ständig geübt werden. An Bord der Eschwege hält Kommandant Thomas Gamalski schon wieder nach Schiffen Ausschau, die aus einem Nicht-EU-Hafen in die deutsche 12-Meilen-Zone eingefahren sind. Diesmal sucht er per elektronischem Identifizierungssystem. Ich kann den Namen rauslesen, kann auch rauslesen, unter welcher Flagge er fährt. Dann kriege ich raus seine Position, wo er ist. Ich kann seinen nächsten Bestimmungshafen auslesen, seine Ladung, die er hat, und seinen Status. Ist er in Fahrt? Driftet er? Also sehr viel Information, die ich eventuell bei einer Kontakterstellung nicht mal mehr fragen brauche. Für uns sehr hilfreich, spart sehr viel Zeit und für eine mögliche Entschlussfassung immer sehr hilfreich schon mal. Ein dänischer Schlepper mit einem Schwimmbagger aus Polen am Seil ist in den Fokus des Kapitäns geraten. Das Gespann ist auf dem Weg zum DARS. Hier spricht die deutsche Küstenwache. Wir wollen einen Kontrolltrupp rüberschicken. Wo können wir anlegen? Für ausländische Schiffsbesatzungen, die in Deutschland arbeiten wollen, gelten besondere Vorschriften. Ein Vierertrupp macht sich bereit für die Kontrolle. Zwei Mann sollen an Bord gehen. Die anderen beiden sind für das sichere Übersetzen verantwortlich. Keine leichte Aufgabe. Die Ostsee wird immer stürmischer. Hauptkommissar Gerd Galuschka übernimmt die Kontrolle an Bord des Schleppers. Wir haben hier ein kleines Problem. Sie brauchen eine Erlaubnis, wenn Sie in Deutschland arbeiten wollen. Oder Sie hätten sich bei einer Grenzkontrolle melden müssen. Der Däne Stein Nielsen hätte sich im Vorfeld um eine Arbeitserlaubnis kümmern oder wenigstens den ersten deutschen Hafen nach der Grenze anlaufen müssen. Nächstes Mal bekommen Sie eine Anzeige. Hauptkommissar Galuschka belässt es bei einer Verwarnung. Beim nächsten Mal würde er dann auf jeden Fall verwarnt bekommen, beziehungsweise dann eine Anzeige. Und die Anzeige kann bis zu 2.500 Euro kosten. Bei dem Seegang viel Aufwand für eine mündliche Verwarnung. Ja, aber so ist nun mal die Gesetzeslage. Stein Nielsen sieht's gelassen. Immerhin, ihm kann geholfen werden. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. Was soll ich machen? Für Sie ist das also Alltag? Ja, die Vorschriften ändern sich doch sowieso andauernd. Der Seegang ist stärker geworden. Bootsmann Thomas Kröger hat alle Mühe, seine Kollegen heil von Bord des Arbeitsschiffes zu bekommen.
Und dann passiert es. Eine Welle hebt den Rumpf des Kontrollbootes gegen die Außenwand des Schleppers. Der Schlag ist im ganzen Boot zu spüren. Wie groß der Schaden ist, kann erst auf der Eschwege geprüft werden. Kapitän Gamalski jedenfalls ist heilfroh, als seine Crew zurück ist. Die kleine Delle müssen Thomas Krüger und Oliver Baumann als Dienstunfall aufnehmen. Geht das gut? Kriegst du nicht, ne? Doch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wir bemühen uns um ganz wenig Späne. Am liebsten hat man uns, wenn wir nichts kaputt machen. Aber wer nichts macht, macht auch nichts kaputt. Ja, aber wir wollen lieb gehabt werden, deswegen machen wir meistens nichts kaputt. Kurz vor einem geplanten Zwischenstopp auf Rügen hat Pilot Bernd Weger plötzlich abgedreht. Ein Seenotkreuzer hat sich gemeldet. Eine Segeljacht sei in der stürmischen See in Schwierigkeiten. Also ich sehe sie noch nicht. Hier rechts kann jetzt, sie auch sehen. Jetzt kann ich sie sehen, ja. Ich dachte, du meinst, ich meine das andere Boot. Da vorne ist eine Yacht mit Segeln. Also hier rechts von uns habe ich eine, aber die fährt vom Kurs her verkehrt. Da drüben ist noch eine, so ein kleiner. Aber der könnte das sein da, weil der Mast, der rechte ist das, rechts unten. Da sieht das Segel ganz komisch aus. Die hat meinen Notruf mitbekommen, dass auf einem Segelboot eine verletzte Person sein soll. Wir wurden dann informiert, dass diese Person auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht werden müsste. Das sollte dann wirklich schon mit einem Hubschrauber passieren. Erst im nächsten Hafen kann die verletzte Person von der Yacht geborgen werden. Ist hinten alles gesichert für die Landung? Hinten ist alles gesichert. Bernd Wigger will direkt neben dem Bootsanleger landen. Untergrund ist im Moment noch geeignet, alles gut. Und wir sind auch mit dem Hauptfahrwerk auf dem Grün. Jo. Guck mal hinten raus, wie mit dem Fahrwerk, ob das die Stolle einsinkt. Ja, doch, es sinkt jetzt weg. Okay. Jetzt sinkt es weg. Welche Seite? Ja, auf jeden Fall die rechte. Okay. Pass auf, ich stelle dich auch nicht ab. Geh mal einmal rum und sag mal, ob wir so stehen bleiben können. Ja, ich gehe mal raus kurz. Ja. Also vorne bist du bis zur Achse weg und rechts und links ist der Gummistreifen weg. Okay, ja. Kaum gelandet, geht es für Bernd Wigger nur noch um das Wohl des Verletzten. Bitte mal abklären, ob parallel auch der Greifswalder Rettungshubschrauber auch noch informiert wird. Da ist ein Notarzt an Bord, sodass der eventuell auch hierher fliegt. Das möchten die bitte noch mal parallel dort feststellen, ob der nicht auch alarmiert werden sollte. Es ist immer relativ schwierig, bei einer kleinen Segeljacht ein Winchmanöver zu machen. Wenn jetzt kein anderes Rettungsmittel vor Ort gewesen wäre, hätten wir unseren Ermittlungsbeamten runtergewinscht. Und der hätte dann unten geklärt, wie die Situation ist. Und dann hätten wir diese verletzte Person mit hochgewinscht. Die Greifswalder Eu ist eine Insel vor Usedom. An dem Anleger dort hat der Seenotkreuzer seinen Liegeplatz. Die Helfer haben sich auf See entschlossen, die Verletzte auf der Yacht zu lassen. Es handelt sich um die Frau des Skippers. Ein Sanitäter ist bei dem Ehepaar geblieben. Für den Transport über die Reling muss das Schiff fest an der Mole liegen. Wir können ja aber schon mal hinten noch mal eine Leine rausziehen. Von der anderen Seite, dass wir da nachher noch mal eine lange machen. Ne? Verletzte schonend von engen Segeljachten zu bergen, ist immer eine große Herausforderung. Sturm und Regen erschweren die Arbeit der Helfer. Der Mastbaum hat Anja Lübeck buchstäblich umgehauen. Sie hat viel Blut aus einer klaffenden Wunde am Kopf verloren. Ihr Mann musste tatenlos zusehen, weil er bei dem Sturm das Ruder des Schiffes nicht eine Sekunde aus der Hand lassen konnte. Es war der erste Notruf, den der erfahrene Skipper Bernd Ahlers absetzen musste. So, was hätte man nur jetzt zur Verständigung sagen müssen, ist so weit in Ordnung, also nicht lebensgefährlich, ne? Das weiß man ja nie. Das weiß man ja nicht. Flach weißt du das nicht. Das weiß man nicht. Kann genau so. Wir wollen jetzt anlassen. Ja. Also nochmal recht herzlichen Dank. Ne? Tschüss. Danke. Der Start aus dem tiefen Strandsand klappt reibungslos. Der Flug ist nicht weit. Trotzdem hat der Ermittlungsbeamte Bernd Peters immer ein Auge für die Verletzte. Ein Kopfhörer kam für Anja Lübeck wegen der Wunde am Schädel nicht in Frage. Ohne Funkverbindung aber ist eine Unterhaltung bei dem Lärm unmöglich. Am Landeplatz warten schon Sanitäter für den Transport ins Krankenhaus. Hallo. Waren Sie bewusstlos? Ich war eine kurze Zeit weg. Eine kurze Zeit. Absetzen, stopp mal. Ich gehe hier über die Umgebung. Wir müssen die Kosten an.
So, habt ihr? Alles ging glatt. Bernd Peters ist heilfroh. Für Menschenleben irgendwas zu machen, ist natürlich immer sinnvoller oder reicher, als wenn man sonst was machen würde. Aber natürlich ist mal was anderes auch andersrum. Ganz ehrlich sagen, mit Personen arbeiten ist sowieso immer was Gutes. Skipper Bernd Ahlers steckt der Schreck auch Tage später noch in den Knochen. Der Unfall passierte, als seine Frau ihm die Sicherheitsweste reichen wollte. Ausgerechnet. Es kommt eine blöde Welle. Der Baum schlägt um, reißt sie mit und schlägt sie auf den Rand. Und wenn dann derjenige dann ohnmächtig wird und man glaubt, man kann ihn halten und man hält nichts, der rutscht einem so außer Hand und fällt ins Schiff. Das war der zweite Schlag. Denn als ich sie dort liegen sah, da dachte ich, na, jetzt sind auch noch die Knochen gebrochen. Auf der Eschwege geht inzwischen der Streifenalltag in der Ostsee weiter. Immer noch rauer Seegang. Ein Frachter aus China liegt auf Rede. Und weder der letzte noch der nächste Hafen lassen sich aus den Angaben des Kapitäns zweifelsfrei feststellen. Dann Kontrollteam vorbereiten und dann setzen wir 6:30 aus und dann gehen wir rüber, machen die D-Verstellung zusammen mit dem Kollegen vom Zoll. Und die Crewliste machen wir so wie abgesprochen. Hauptkommissar Gerd Galuschka ist wieder dran. Seid ihr schon in der Kapitänskajüte oder wo seid ihr jetzt? Ja, wir sind in der Messe. Passkontrolle bei grünem Tee und Nüssen. Kapitän Yang Qing gibt sich größte Mühe. Hier sind die Pässe und die Seemannsbücher der Crew. Crewlisten, Pässe und Seemannsbücher sind mustergültig vorbereitet. Die kleine Porzellankanne ist nach chinesischer Tradition ein Zeichen von besonderer Wertschätzung. Den deutschen Gästen soll es gut gehen. Es sind 26 Personen an Bord, alles Crewmitglieder, alle Nationalität, China. Over. Oliver Baumann darf zum Schluss noch einen Blick auf die Brücke werfen. Es folgt die kleine polizeiliche Völkerkunde. Der Chinese an sich ist ja gastfreundlich, wird oft angeboten, egal ob Tee oder Wasser, kleinere Erfrischungen. Aber irgendwann ist er natürlich... Hört es dann auf mit Geschenken. Ich denke mal, so ein Wasser ist in Ordnung, aber alles, was nachher darüber hinausgeht, das muss nicht sein. Gibt es auch noch, dass Schnaps angeboten wird? Bei russischen Schiffen ist es ja Tradition, die wir natürlich nicht entsprechen können. Die See ist alles andere als freundlich. Der Abstieg eine Zitterpartie. Hauptkommissar Galuschke hängt buchstäblich in den Seilen. Ich sage immer wieder, safety first. Eine Hand fürs Schiff, eine Hand für den Mann. Jeder sichert den anderen. Wir haben schon viele Situationen mitgemacht, wo es noch viel schlimmer war. Und wir haben noch keine schweren Unfälle gehabt bei uns. Und es ist wirklich auch, dass die Leute abschätzen können, bis wann geht es nicht mehr. Und dann brechen sie auch ab, dann wird abgebrochen. Dann müssen wir eine andere Möglichkeit suchen. Und da ist immer safety first. Endlich beruhigt sich die Ostsee. Die Besitzer der kleinen Yachten setzen ihre Urlaubsturns fort. Auch ein Exot ist dabei. Er fährt unter maltesischer Flagge. Sind Sie Deutsche oder sind Sie aus Deutschland? Sind Sie Deutsche? Ob Sie Deutsche sind? Deutsche. Was? Deutscher Staatsbürger. Die Nationality. Nationality. Dänisch. Dänisch. Okay. Dürfen wir mal an Bord kommen? Klaus Abo und seine Frau sind vor Jahren nach Malta ausgewandert. Nilsine, ich buchstabiere November, India. Die dänische Heimat ist das Ziel von Klaus Abo. Er nutzt die Kontrolle, um sich ein paar Reisetipps zu holen. Ja, verstanden. Auf dem Weg vom Portugal zu Dänemark waren wir, glaube ich, 8-mal angegriffen. 8-mal? Ja. Was meinen Sie, warum? Eben, weil wir die maltesische Flagge haben. Also die Küstenwache und die Zoll. Sagen, okay, das ist entspannend, so das, wir haben einen Look, oder nachsehen, was es war. Ja, aber kein Problem, sehr freundliche Leute und so, das war okay. Wir haben viele gute Restaurants von ihnen gehört, auf dem Weg. Die Eschwege ist bereits auf dem Rückweg nach Warnemünde, als Kapitän Gamalski etwas auffällt.
Ja, das ist der Backbord 13. Ein treibendes Fischereizeichen. Müssen wir das Tochterboot klar machen? Festhalten! Jörg Kanter und Oliver Baumann schauen mal nach. Fahren wir langsam ran und dann schauen wir, was das ist. Wahrscheinlich ein abgerissenes Fischereizeichen. Wir versuchen das jetzt zu bergen, weil ja, unter Umständen da Schiffe gegenfahren könnten. Und ja, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen Schiffsbesitzer nicht so schön. Abgerissen, ne? Ja, ja. Abgerissen. Das Stahlgewicht am unteren Ende der Markierung könnte eine Schiffsschraube ganz schön verbeulen. Ja, hier ist die 26.1. Ja, wir haben das Ding aufgefischt. Wie ich vermutet hatte, ist es abgerissen. Also da ist unten nichts weiter dran, ist nur der Schwimmkörper. Und ja, wenn nichts ist, können wir dann zurückkommen. Oberkommissar Frank Wilker guckt sich die Netzmarkierung noch mal genauer an. Eigentlich müssen Fischer ihre Merkmale kennzeichnen. Also hier kann man das F erkennen, das R und das E, die Kürzel für das Fischereikennzeichen Fries und die dazugehörige Fischereikennzahl 79. Anhand dieser kann man den Fischer dort identifizieren. Eine Art Nummernschild an einem Fischernetz. Und der Besitzer ist tatsächlich registriert. So wie es aussieht, ist ein kleiner Küstenfischer, meistens mit einem Mann besetzt. Und da kann man dann sagen, so ist die Sache gewesen und dann würde er sich melden. Und dann kann man vor allem mal, wo er sich das abholt. Ne? Noch ein Einsatz. Vor einem Windpark wurde eine Umweltverschmutzung gemeldet. Dann fahrt ihr erstmal hin. Und wenn ihr da nichts habt, dann fahrt ihr einmal hoch. Ja. Und fahrt dann in wie einen parallelen Suchstreifen ja, das mal an. Wenn ihr da was feststellt, fahrt ihr aber trotzdem bis da hoch. Ja, ja, nicht feststellen, aufhören, sondern weitersuchen. Muss ich ihn finden. Ja? Ein silbergrauer Schleier soll es sein. 50 mal 50 Meter. Nicht weit weg von der Kadettrinne. Oliver Baumann und Jörg Bayer sollen ihn suchen, während Kapitän Gamalski die Eschwege in die Strömungsrichtung zur Schiffsroute steuert. Und er liegt richtig. Es kommt noch mehr Schmutz aus Richtung Seefahrtsweg angetrieben. Jetzt geht es um die Beweissicherung. Jörg Bayer und Oliver Baumann sollen weitere Proben nehmen und so das Ausmaß der Umweltverschmutzung bestimmen. Gewässerverunreinigung heißt das Delikt im Beamtendeutsch. Zu riechen ist nichts. Aber der Silberstreif ist gut vor den Windrädern zu erkennen. Aus direkter Nähe jedoch ist für Oliver Baumann kaum etwas zu sehen. Also es sieht nicht nach Öl aus. Es ist eine Verunreinigung, aber keine Ölverschmutzung in dem Sinne. Und das wird nachher ins Labor geschickt, kleiner Bericht dazu geschrieben und dann wird man sehen, was das war. Beziehungsweise den Verursacher jetzt noch herauszufinden, ist relativ schwierig. Ob Öl oder nicht, jede Verschmutzung der Ostsee ist eine Straftat. In Küstennähe ist dafür eigentlich die Wasserschutzpolizei zuständig. Aber weil die Eschwege sowieso gerade in der Nähe war, wurde sie um Hilfe gebeten. Ich denke mal, dass das im Bereich der Schifffahrtswege, dort der Tiefwasserwege, was von der Karte drin herkommt, dass dort die Nacht jemand illegal entsorgt hat, vermute ich mal. Aber es ist eine Vermutung, bringt mich nicht weiter, ich muss Beweise liefern, leider. Ne? Aber ich bin zufrieden damit, wir haben es gefunden. Ne? Es war ja sehr dünn, sehr alt, denke ich mal, sehr zerrissen, also keine geschlossene Spur aufgrund der Strömung und auch der Fahrzeuge, die hier durchgefahren sind. Also ich bin zufrieden. Also das, was die Wasserschutz wollte, haben wir festgestellt und natürlich haben wir keinen Verursacher. Dann wäre ich richtig zufrieden. Das ist jetzt erstmal ohne Verursacher, ne? Leider. 6 Tage dauert ein Streifenturn an Deutschlands EU-Außengrenze auf der Ostsee. Patrouillen für den Umweltschutz und die Sicherheit auf See. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.